Ein überraschender Coup von Boris Johnson. Mit unserem Großbritannien-Experten, mit Graham Lucas, möchte ich darüber sprechen. Willkommen bei Phoenix. Ja, hallo. Ja, das hat jetzt alle ziemlich kalt erwischt, ne? Diese Idee von Boris Johnson. Oder haben Sie das vorher geahnt? Ja, ich meine, es klang schon an im Sommer, als Boris Johnson um den Vorsitz der konservativen Partei kandidiert hat. Und damals waren sehr viele Leute empört. Die Idee stammte ursprünglich vom jetzigen Außenminister Dominic Raab. Und viele haben diese Idee für völlig überzogen gesehen. Aber wie wir sehen, ist das Überzogene von gestern die Politik von heute. Mhm. Und es gibt auch im Grunde genommen ja auch keinen Hebel dagegen, nicht? Also die Queen hat ja schon gesagt, okay, sie hält dann die berühmte Rede, um die neue Parlamentsrunde zu eröffnen. Also das läuft jetzt genauso wie von Boris Johnson geplant. Oder gibt es noch irgendwie Einsprungsmöglichkeiten? Die Briten beschäftigen sich im Moment mit einem Riesenstreit in den Medien und sozialen Medien über die Legalität dieses Schachzuges. Die Königin hat zugestimmt, das muss sie eigentlich, weil nach unserer ungeschriebenen Verfassung stimmt sie immer Vorschläge des Premierministers zu. Und das hat schon heftige Kritik an sie in den Medien ausgelöst, nach dem Motto, die Königin beschützt uns nicht in diese Form. Auf der anderen Seite sagen andere Experten, ja, das ist ja alles im Rahmen des Möglichen des ungeschriebenen Verfassungs. Aber wir haben von dem ehemaligen Premierminister John Major gehört. Er sagt, er lässt sich beraten, verfassungsrechtlich, um vielleicht zu klagen. Und der Parlamentssprecher John Bercow hat es als ziemlich unmöglicher Akt von Boris Johnson bezeichnet. Also die Meinungen gehen auseinander. Ja. Wie ist es denn in den John Major ist ja nun auch jemand eigentlich aus der Partei von Johnson. Sind die Tories denn geschlossen oder wie geschlossen sind sie denn hinter Boris Johnson? Nein, keineswegs. Es gibt in der Unterhausfraktion eine Gruppe, die schätzt man auf bis zu 40 Abgeordnete, die No Deal verhindern wollen. Und man vermutet hinter diesem Schachzug von Boris Johnson einfach ein Kalkül. Mhm. Und nach diesem Kalkül ist es so, dass Angela Merkel Boris Johnson 30 Tage gegeben hat, um einen Vorschlag zu machen. Und diese 30 Tage, die laufen in der zweiten Septemberhälfte aus. Und die Abgeordneten, die vielleicht rebellieren würden, sie trauen sich im Moment nicht, weil sie denken, Johnson könnte noch um die Ecke kommen mit einem Deal. Das heißt, das Hauptvorhaben von Labour, von Jeremy Corbyn, ein Misstrauensvotum, erfolgreich einzuführen, das schwindet, weil ihm wahrscheinlich die Unterstützung der konservativen Rebellen fehlen werden. Lasst uns das nochmal sortieren. Heißt es dann, dass im Grunde genommen die Opposition, insbesondere auch Labour, die ganze Geschichte vergeigt hat, weil sie nicht die Mannen um sich scharen konnte, also die notwendigen Stimmen tatsächlich überzeugen konnte, jetzt möglichst schnell das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen? Also ich denke, Historiker werden den Oppositionsparteien diesen Vorwurf machen, weil sie seit Monaten im Grunde genommen nicht eine klare Linie fahren können. Wir haben in den vergangenen Wochen gerade erlebt, wie Oppositionsparteien und konservativen Rebellen gesagt haben, wir werden auf gar keinen Fall nach einem erfolgreichen Misstrauensvotum einen Jeremy Corbyn als Interims-Premierminister akzeptieren. Damit war die Idee einer Interimsregierung schon tot. Weil Corbyn wiederum sagt, ich bin es als Chef der Opposition oder ist keiner. Das heißt, die Opposition, sie ist gespalten und sie kommt einfach nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und wir steuern weiterhin auf einen harten Brexit zu. Boris Johnson hat ja gesagt, naja, wenn das Parlament dann zusammentritt im Oktober, dann gibt es ja noch 2 Wochen Zeit zur Diskussion, zur Abstimmung. Das klingt jetzt ja vielleicht ein bisschen hochmütig, aber wie viel Zeit ist denn tatsächlich dann noch da? Was kann da passieren? Wir haben ein europäisches Gipfeltreffen um den 17. und 20. Oktober rum und danach gibt es eine Sitzungswoche. Mhm. Und in dieser Sitzungswoche gibt es keine
keine Zeit, im Grunde genommen No Deal zu blockieren. Man wird, wenn Johnson einen Deal macht mit den Europäern, auf diesem Gipfeltreffen werden sie es einfach kalt serviert bekommen, ja oder nein. Und man vermutet, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Angst so groß sein wird vor No Deal, dass sie ihm sogar folgen würden mit seinem Deal. Nur, wir wollen realistisch sein, heute war es ziemlich klar, als der irische Außenminister einen Wortwechsel hatte mit dem britischen Brexit-Minister, dass da nichts zu machen ist, dass der Backstop halt wie ein Elefanten im Raum steht und niemand kennt den Weg vorbei. Also noch ganz ist es nicht zu Ende, aber erst mal heute hat Boris Johnson definitiv einen Scoop gelandet. Graham Lucas, vielen Dank für die Erklärung. Bitteschön.